Herzlich willkommen zurück, die Leute, zum neuen Part von Let's Play Paper Mario, die Legende von Erhobenen Tor. Schön, dass ihr da seid und angeschaltet habt zu dem neuen Part. Wir sind immer noch auf der Suche nach Prinzessin Peach oder um es genau zu sagen, nach dem Professor Gumbart, denn der muss irgendwo in der Stadt wohnen. Das hauen wir uns doch einfach mal um. Vorschlagen, das hauen wir auch mal rein und schauen, was uns für Personen dann hier so. Ja, durch sie, ja, vor die Kameralinse vors Auge laufen. Vielleicht ist er da ja schon dabei. Das wäre jetzt mal meine erste Taktik. Halt! Bleib weg! Vorhin hat mich jemand angerempelt und meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ich suche sie gerade. Mach jetzt bloß keinen falschen Schritt. Ihr dürft euch auf keinen Fall bewegen. Bleibt, wo ihr seid. Oh, du hast draufgetreten, meine Kontaktlinse. Ich hab es doch gesagt, mach nur keinen falschen Schritt. Das ist deine Schuld, du wirst mir meine Kontaktlinse ersetzen. Hast du kapiert? Kauf mir eine neue. Wenn das so ist, willst du schon sehen, was du davon hast. Bis du meine Kontaktlinse ersetzt hast, werde ich dich nicht nach Westen lassen. Ja, okay. Dann geht's da erstmal alles weiter. Bisschen trage ich das Ganze. Wir können mit dem Ding reden. Es riecht nach einer profitablen Gelegenheit hier. Langsam könnte ich das Glück auch zu mir wenden. Aber du hältst dich da raus. Aha. Okay. Wen haben wir hier? Gumbart, ist das nicht dieser alte Kauz in Ostend? Ostend liegt von hier aus gesehen rechts. Okay. Was hat er denn getan? Hat er aus etwa bestohlen? Gut, dann gehen wir mal Richtung Osten. Nach Westen können wir eh derzeit nicht gehen, weil wir wegen der Kontaktlinse da nicht hingelassen werden. Verzeihung. Noch so ein komischer Typ. Dieser rempelt es an und läuft dann einfach weiter. Unglaublich. Manche Leute sind wirklich sowas von unverschämt. Ja, ah ja, da stoppt es neben dran, wäre es gewesen, ne? Gut, dann gehen wir nochmal raus. Auch immer hier will ich es sehen. Ich so, wie sieht man es, dass in am Türschild. Hier scheint er wohl zu wohnen. Und da ist er ja. Oh, da sind sie ja, Professor Gumbart. Mit wem habe ich das Vergnügen? Du bist doch... Warte, gleich fällt mir auch dein Name wieder ein. Also... Gumbabsi, nein. Gumbert, auch nicht. Ich hab's. Gumbrina. Letztes saß in meiner Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Richtig, Gumbrina, Studentin im 5. Semester. Sie erinnert es also noch. Natürlich erinnert es mich. Ich habe ein perfektes Gedächtnis. Und du warst eine meiner besten Studentinnen. Aber dieser Mann hinter dir, den kenne ich... Mist. Ja, oh. Das wurde sehr belastend. Mario heißt er. Sie wissen doch, der berühmte Mario. Ach, entschuldige. Ich bin so in meiner Forschung vertieft, dass ich etwas weltfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir müssten etwas über den legendären Satz erfahren, den hier in der Rohling sein soll. Und wir dachten, dass sie und Sissa etwas darüber sagen könnten, der Professor. Aber Sissa kann es das. Schließlich bin ich doch nur nach Rohling gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Warum interessierst du dich so sehr für den Satz? Du weißt doch, es wird erzählt, das sei alles nur eine Legende. Die Wahrheit einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers. Und ich glaube, dass es in diesem Satz wirklich gibt. Deshalb will ich ihn finden. Eine sehr kluge Antwort. Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, bereits zur Natur des Satzes gibt es schon viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Satz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Ich habe nicht geringste Ahnung, was davon war es und was nicht. Aber ich weiß, wie man einen Satz findet. Ich brauche dafür Sternjuwelen. Die Sternjuwelen? Willst du holen? Den uralten Satz hervor? Bring die 7 Sternjuwelen zum ohne Tor. Hören. So sagt die Legende, wenn sich etwas derartiges perfekt reimt,
dann muss es doch einfach wahr sein. Klingt doch logisch. Um das Herz zu bekommen, sollte also nächste 7 Sternjuwelen suchen. Wie interessant! Auch ich habe uralte Schriften zu unserem Satz studiert und sie stimmen in folgendem überein. Der Besitzer der magischen Karte halte diese Form Aun-Tor in die Höhe. Sodann werden die Sternjuwelen ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Seht ihr, jetzt wissen wir auch schon, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau, wir haben Glück. Besagt dieser Aun-Tor soll sich in der Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir nicht. Doch, die haben wir. Die magische Karte befindet sich nämlich in Marios Besitz. Was? Tschüss, Waller. Wie? Wirklich? Tschüss. Kannst du sie mir zeigen? Das ist das Original, ja, das ist sie. Die erste magische Karte. Du bist großartig, wundervoll, excellent. Mit dieser Karte finden wir heraus, wo die Sternjuwelen sind, wenn du sie einfach vor dem Aeon-Tor hochhältst. Sie sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch, Gumprina Mario? Gehen wir mit der magischen Karte zum Aeon-Tor. Auf los, es halt aus dem Weg in die Katakomben der Stadt. Okay, okay. Dann einfach sehr, let's go. Der Sound hier müsste man eigentlich entfernen können. Sehr schön. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Was ich noch sagen wollte, Mario. Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten. Seid also vorsichtig. Wer es mit Echsenkommandos nicht auskennt, ist dort so gut wie verloren. Willst du so die vielleicht ein wenig üben. Machen wir. Also gut, dann sollten wir die Echsen-Commands erst einmal üben. Krompina, du wirst Mario bei seinem Training helfen. Was ist? Einverstanden. Ich werde mir Mühe geben. Okay, okay. Beginnen wir mit dem Echsen-Kommando für den Sprung. Zunächst wählst du das Kommando für den Sprung aus, dann wählst du den Gegner. Okay. Wählst du in die Command aus, erscheint unten am Bildschirm die Erklärung dazu. Für das Echsen-Kommando Sprung musst du A genau dann drücken, wenn du auf einem Gegner landest. Versuche es doch mal. Okay, das war so früh. Du hast kein Gut bekommen, also hat das Echsen-Kommando nicht geklappt. Versuch das nochmal. Gut, da wär's einfach durchgefallen. Jetzt hat's geklappt. Du hast Gut bekommen. Das Echsen-Kommando war also ein voller Erfolg. Wenn die Echsen-Kommandos gelingen, fügst du Gegner mehr Schaden hinzu. Oder andere tolle Dinge passieren. Ah ja, das war das, was... Okay. Jetzt ist Gumprina an der Reihe mit angreifen. Pass genau auf. Kurz bevor der Gegner dich trifft, drücke A. Okay, das war zu früh. Ah, es gibt es auch zur Verteidigung. Okay. Also, probieren wir es nochmal. So hat es geklappt. Okay, das ist natürlich sehr gut. Pausenlos A zu drücken reicht allerdings nicht. Das richtige Timing ist in Zeilen. Okay. Also man kann nicht A die ganze Zeit spammen und einfach hoffen, dass es irgendwie klappt, dass das 1 zu nicht treffen wird. Schade. Je nach Art des Angriffs gibt es verschiedene Echsenkommandos. Aha. Und jetzt üben wir das Echsenkommando für den Hammer. Okay. Wähle erst die Option Hammer. Und dann den Gegner. Oh, ich bin müde. Den du mit diesem Kommando angreifen müsstest. Hammer. Okay. Gut, gut. Das haben wir ja vorhin einfach so ausprobiert, sogar ohne die Erklärung. Ich habe damit im letzten Teil vorgestellt, dass das da super geht. Easy. Das reicht. Wie sieht's aus, Mario? Du kannst die Echsen-Commands einigermaßen verstanden, oder? Gut, dann werde ich dir jetzt einen noch beeindruckenden Technik zeigen. Also, Mario, drücke genau dann B, wenn der Gegner dich tritt. Gumprina, sei es nett, greife Mario noch einmal an. Verstanden. Okay, shit, das war zu früh. Der Konter hat nicht geklappt. Okay, noch große Impression. Ich bin sowas sauschlecht, Motorrad gesehen. Okay, jetzt hat's gepasst. Gut. Du hast dich damit dem gegnerischen Angriff widersetzt. Konter nennt man das. Mit B schüttelst du dich nicht nur selbst, sondern fügst dem Gegner auch noch Schaden zu.
aber das Timing ist schwieriger als bei A. Deshalb solltest du dir immer genau überlegen, welche Technik du wann nutzt, okay. Das wäre dann alles, was dir über Action-Commands erklären kann. Möchtest du Commands noch sicher weiter üben? Ja. Sehr schön, übe so lange, bis du die Action-Commands perfekt beherrschst. Wenn du das Training beendet hast, wird die Option enden. Okay, probiert es aber mit dem Hammer noch einmal aus. Ich sehe das wieder so früh. Deswegen, ich werde das Abwehr noch ein bisschen üben. Dann ist er noch neu. Dann haben wir klappt schon. Okay, das war perfekt von der Seite her. Sehr gut, dann machen wir noch einmal das mit dem Sprung. Das war gut. Und das war auch gut, habe ich es geblockt. Haben wir noch einmal Sprung zum Üben. Okay, das war so früh. Mist. Der Konter wieder super. Machen wir das nochmal Spoon, nachdem wir es einmal verkackt haben. Sehr gut, aber man muss ja wirklich exakt aufs Timing. Oh, und ich habe sogar geblockt, obwohl ich es mal hingesaut habe. Oh mein Gott. Das ist doch wild. Gut, das Training ist also damit abgeschlossen. Gut, gut, gut. Ich denke, damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen auf den Untergrund. Du langst in die Röhre, in denen auf sie springst und A drückst, um sie zu betreten. Gut. Dann schauen wir nochmal rein. In die Gutröhre. Was uns hier alles Schönes erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Okay, hier an der Stelle speisen wir auf jeden Fall mal. Speisen ist immer wichtig. Weil könnte sein, dass wir so hier bald alles erschreckend tief geht. Hey du, findest du es etwa okay, einfach so in unser Katakomben zu massieren? Typisch. Er von da oben seid Etepetete. Oh, es brauche Sonne und frische Luft. Oh. Hey alter Rotzebremser. Rotzbremser, okay. Komm mal ran. Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Ich find's witzig, wie die Kumpas einfach so gegenseitig. Manche sind lieb, manche sind böse. Ich dachte halt bis dahin, dass es einfach nur böse Kumpas gibt, aber okay. Eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt vom Mund nehmen. Aber Typen wie euch finde ich zutiefst widerlich. Also verzieht euch besser. Hey Jungs, die Kleine nimmt den Mund ganz schön voll. Seid ihr euch zu kämpfen etwa auch so fein? Dann hättet ihr lieber nicht in die Katakomben kommen sollen. Ihr kriegt, was ihr verdient. Ja, wart ab. Jetzt gibt's eins aus. Schön. Endlich kann ich meine Kombos ausnutzen. Ich hab Bock drauf. Als ich uns jetzt einfach nicht fliehen kann von Kämpfen. Okay, ein Gumpa, ein Pickgumpa und ein Paragumpa. Alles auf einmal. Oh. Okay. Beim mittleren, dem Pixgumpa, musst du besonders vorsichtig sein. Er trägt eine Pickelhaube. Du verletzt es also, wenn du auf ihn drauf springst. Okay. Den fliegenden Gumpa kannst du nur mit einem Hammer nicht angreifen. Kannst mit einem Hammer nicht angreifen. Bei ihm musst du einen eleganten Sprung anwenden. Je nach Art des Gegners solltest du also eine sinnvolle Angriffsart wählen. Nutze die Action-Kommandos beim Angreifen und Verteidigen. Okay, dann fangen wir doch mal einfach mit dem ersten an. Ach, noch was. Du kannst die Reihenfolge in der Angreifen mit Y verändern. Okay. Gut, in dem Fall fange ich aber tatsächlich mal an. Und hau einfach mal. Hä, kann man. Okay. Ich kann jetzt einfach nicht den Gegner wechseln. Sehr interessant. Oh, das war zu spät, was aber auch immer. Ah ja, bei ihr kann ich auch die Kopfnuss und ich kann auch sagen, machen wir den zweiten oder so als Beispiel. Er ist jetzt immer weg, das ist immer gut. Oje. Oh, der hat, okay, das hätte man besser anstellen können. Ich gebe es dazu. Und das hätte auch besser klappen können. Hätte ich meine Technik einfach besser genutzt. Okay, er sieht es im Kampf gesehen. Muss man auch ein bisschen üben. Aber wenigstens habe ich jetzt mal geblockt. Da war es eigentlich da wieder zu spät. Zu einem Müll. Also. Aber jetzt. Jetzt ist der nämlich mal weg. Sehr gut. Und jetzt machen wir den anderen auch noch platt.
Was ist das, war so früh? Und dann hauen wir aber damals eins drauf. Dann ist er auch weg. Sehr schön. Also, die haben uns auch ein bisschen dumm angestellt. Das hätte man besser machen können. Wir haben ein paar Leben verloren, aber es geht gerade noch so. Aber haben uns so ein bisschen dumm angestellt. So, ui. Ja, die rennen aber ganz schnell weg. Gut, hätte gestern ein neues Leben gehabt, aber egal. Uff, das gesieht den Rest. Na gut, Mario. Unterwegs werden dir noch einige dieser Typen begegnen. Wenn sie dies entdecken, greifen sie an. Versuche ihnen mit Sprung oder Hammer sofort zu kommen, bevor der Kampf beginnt. Bedingt dir das, erhältst du den Erstangriff im Kampf. Sobald du einen Gegner entdeckst, solltest du also ohne Zögern angreifen. Ich würde ganz gerne irgendwie auf die Plattform hoch, aber ich glaube... Können wir jetzt für den Moment noch nicht so. Ah, doch, vielleicht von da hinten, oder? Geht's hier durch? Okay, wenn wir es da ein bisschen intelligenter angestellt hätten, hätte es vielleicht besser geklappt. Muss man einfach kurz warten. Weil ich will nicht schauen, wo es hier reingeht. Ob es eine gute Idee ist, das weiß ich, aber machen es auf jeden Fall einfach mal. Ich will einfach immer die Rohre nach unten drücken, aber die Stick da unten, aber da geht es ja gar nicht rein. Dann sind wir noch weiter unten, oder was? Ja, im zweiten Untergeschoss, aber eigentlich will es ja noch nicht hin. Weil es erstmal noch im ersten Untergeschoss noch ein bisschen anschauen. Okay, die Animationen sind schon fancy. Very fancy. Aha, hier geht's mal auf jeden Fall nichts weiter. Muss ich das doch zuerst nach unten, oder? Hier geht's nämlich auch nichts weiter. Zeigt mir, wir hatten doch einen richtigen Riecher gehabt, dass alles, dass wir zuerst ins zweite Untergeschoss gehen. Und daraus weitermachen. Bietet es ja auch an, nachdem die Röhre hier steht und nicht irgendwo am Ende. Ist ja, hatte alles immer einen tieferen Sinn. Warum das halt da ist, wo es ist, ne? Okay, da sind wir jetzt also im zweiten Untergeschoss. Und was da passiert, das im nächsten Part von Paper Mario. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!